Und so freuen wir uns jetzt auf das zweite Hauptreferat von Abdelaziz Qasim Ili. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Liebe Schwestern, die ihr so zahlreich angereist seid, liebe Brüder, verehrte Umma Mohammeds, salawatu wassalamu alayhi, liebe Presseschaffende, Politiker, Politikerinnen, Besucherinnen und Besucher, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Es freut mich ganz besonders, heute die Möglichkeit zu haben, vor dieser Versammlung meine Gedanken zum laufenden Islamdiskurs ausbreiten zu dürfen. Dass wir Muslime in der Lage versetzt wurden, uns öffentlich artikulieren zu können, ist paradoxerweise gerade eine Frucht dieser weltweit scheinbar so einzigartigen wie auch eigenartigen Minarett-Initiative, die wir hier in der Schweiz gesehen haben. Einzigartig ist die Initiative in ihrem Wesen jedoch nur mit Sicht auf das 20. und noch junge 21. Jahrhundert. Eine Phase, die zukünftige Historiker möglicherweise als eine Hochklassik des demokratischen Systems beschreiben werden. Wählt man die Moderne als eine Metakategorie, die dem politischen System übergeordnet ist, ja, die es eigentlich in ihrer Wirkungsweise determiniert, dann müssten jene Historiker im Rückblick konsequenterweise auch die Moderne als Phase der Hochklassik oder als hochklassische Phase der Moderne bezeichnen. Lassen Sie mich diese Gedanken etwas weiterentwickeln. Was macht die eurozentrisch gelesene Moderne eigentlich überhaupt aus? Je nachdem, ob man unter Moderne einen historischen, wertneutralen Epochenbegriff oder einen normativen Kampfbegriff verstehen will, wird man die Akzente etwas anders setzen. Es gibt keine Übersetzung, tut mir leid. Eine Eise von Jitten, Honecke, Lemjekun, Mutarjan. Wird man die Akzente etwas anders setzen? Im laufenden Islamdiskurs kommt vor allem der normative Kampfbegriff, dieser Moderne zum Einsatz. Islamkritische Apologeten wie Bassam Tibi fordern eine absolute Verengung des Begriffs auf die Errungenschaften des sogenannten westlich-abendländischen Systems. Alle, die sich dem universalen Definitionsanspruch dieses Systems nicht bedingungslos unterwerfen, erscheinen dieser Logik nach un- oder gar antimodern. Problematisch wird der Vorwurf des Nicht-Modern-Seins spätestens dann, wenn er einer ethnischen oder religiösen Minderheit kollektiv unterstellt und ganz nach dem Schema der europäischen Kolonialisten im 19. Jahrhundert ein Machtdiskurs etabliert wird. Nicht nur ein Machtdiskurs in Bezug auf die Herrschaft, das ist ja klar, sondern eben auch tief hinein in die Fragen der Ethik gelangt. Doch scheint mir mit Blick auf die letzten 5 Jahre, dass solche Erkenntnisse aus der selbstkritischen, postkolonialen Debatte zugunsten einer kaum kritisierten Islamkritik gewichen sind. Wissenschaftliche Eliten aus dem alten Europa greifen einmal mehr zur Waffe des Zivilisationsdiskurses. Um den scheinbar rückständigen Muslimen endlich doch noch das Licht der Aufklärung vermitteln zu können. Wer versucht, sich diesem Diskurs zu entziehen, macht sich im akademischen Milieu als Kulturrelativist verdächtig oder wird als unbelehrbarer Nostalgiker abgestempelt, der einem längst gescheiterten Multikulti-Pluralismus nachträumt. Jahrzehntelang glaubte man, den Schlüssel einer islamischen Modernität im Empowerment der muslimischen Frau zu erblicken. Man meinte und meint auch weiterhin, dass äußerliche Manifestationen islamischer Frömmigkeit, wie zum Beispiel der Hijab, Zeichen systematischer Unterdrückung des weiblichen Geschlechts seien. Spätestens seit dem gewaltsamen Sturz der afghanischen Taliban-Regierung
traten erste Zweifel an dieser Strategie offen zutage. Die Frauen wollten und wollen auch im Sturmwinde der westlichen Freiheit, die ihnen ja heute zur Verfügung steht, an ihren Burkas festhalten. Und dies gilt nicht nur für das periphere Kabul, sondern auch für arabische Metropolen wie Kairo oder Damaskus. Zunächst in wissenschaftlichen Kreisen musste ein Umdenken stattfinden. Weg von dem alten Unterdrückungsstereotyp hin zu einer aggressiven, zwanghaften Aufklärungspolemik. Wer nicht freiwillig aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit auszutreten bereit ist, muss eben herausgetragen werden. Als Modell einer Zwangsaufklärung dienen auf einmal ganz im Widerspruch zu den eigenen Grundwerten, auf die man die Muslime ja angeblich gerade verpflichten will, autokratische Regime der postkolonialen Phase, wie zum Beispiel das tunesische unter Präsident Habib Bourguiba, der ganz nach seinem großen Vorbild, nämlich Mustafa Kemal Atatürk, mittels Zwang und Folter über seinem Volk eine säkularistische Erziehungsdiktatur errichtet hat. In die heutige Zeit übersetzt will das heißen, dass es offensichtliche Tendenzen gibt, das islamisch-religiöse einzuschränken bzw. äußere Manifestationen zu verbieten, beziehungsweise äußere Manifestationen zu verbieten. Neben dem Minarettverbot kennt die Schweiz, wie übrigens auch umliegende europäische Länder, auch Kopftuchverbote für Lehrerinnen an Primarschulen, was übrigens vom Europäischen Menschengerichtshof gestützt wurde, da scheinbar nicht im Widerspruch zur Religionsfreiheit. Schrittweise versuchen Schulräte und übereifrige Lehrpersonen auf Ebene der Schulhausordnungen nunmehr auch muslimische Schülerinnen zu entschleiern. Ein eklatantes Beispiel verfolgen wir derzeit in Heerbrugg bei St. Gallen. Da gibt es die 15-jährige Jessica Di Domenico, die einen von euch mögen das aus den Medien bereits entnommen haben. Diese junge Schweizer Konvertitin sollte nach einem Wohnsitzwechsel letztes Jahres nach Heerbrugg dort eingeschult werden in ihrer neuen Gemeinde. Kurz davor wurde jedoch die Schulhausordnung noch abgeändert, und zwar dahingehend, dass Kopfbedeckung jeglicher Art nicht mehr erlaubt sind. Mir wurde gesagt von Seiten der Schulratspräsidentin Helga Klee, es habe sich dazu mal nicht um das Kopftuch eigentlich gehandelt, sondern als Ziel hätte man eben die Baseball-Captain der Jungs gehabt. Allah Mustaan. Nun, die junge Muslimin ist jetzt gezwungen, bis das Verfahren alle Instanzen durchlaufen hat, bis auf Weiteres mit einer beißenden, unangenehmen Fasnachtsperücke zur Schule zu gehen. Weitere ähnlich geartete Fälle sind uns in jüngster Zeit auch aus den Gemeinden Bellach bei Solothurn und München-Buchsee zugetragen worden. Ohne hinter diesen Fällen eine koordinierte Systematik oder irgend so etwas vermuten zu wollen, gibt es sicherlich eine Art Tendenz, den Hijab von unten her, also von den Schulen her, verbieten zu wollen. So nach dem Motto, wenn es die Politiker in Bern nicht tun, dann tun wir es eben in den Gemeinden. Und genau das hat mir Helga Klee von Heerbrugg, die Schulratspräsidentin, auch im Gespräch bestätigt. Sie hat mir gesagt, es gehe jetzt darum, einen weiteren Präzedenzfall zu schaffen. Noch eine Stufe weitergehen wollen extrem islamfeindliche Kreise rund um die Initianten der Minarett-Initiative. Ihnen schwebt eine neue Volksinitiative gegen das Tragen des Ganzkörperschleiers, die Burqa oder den Niqab, je nachdem, vor. Noch haben sie ihr Vorhaben nicht weiter konkretisiert. Klar jedoch ist bereits jetzt, dass es inhaltlich um ein weiteres Verbot geht, ein weiteres Verbot der Manifestation des islamisch-religiösen im öffentlichen Raum. Solche Verbote sind jedoch nur die sichtbaren